Läuft. Läuft, was läuft? Begrüßung. Begrüßen Sie, hallo Leute. Krabs One begrüßt uns jetzt. Soll ich? Los Krabs, dein Zeichen. Ein herzliches Willkommen zurück zu DayZ Epoch mit dem Dalukat. Hallo. Den Dadosch. Guten Tag. Und natürlich den Herr Blaze. Hallo. Ich kann nicht viel und machen. Und Krabs One ist auch dabei. Ja, hallo. Ich kann auch nichts machen. Das ist eine Lüge. Denn ich bin hier im voll offenen Feld. Ja, und ich fahre hier jetzt rum wie so eine besenkte Sau, aber es ist nur er. Der hat ihn abgeholt, das ist er. Er hat ihn abgeholt und jetzt abgesetzt. Deswegen ist der SUV auch gelockt gewesen. Den holen sie jetzt ab. Nope. Geht er gerade runter? Hat er mich nicht gesehen? Die liften den wahrscheinlich. Häng dich dran, setz dich rein, Rückbank. Kann er nicht rein, ist gelockt. Oh, in der Feuerwache ist ein Spieler und ich habe einen Double Barrel. No risk, no fun. Oh Gott. Jetzt mit der Double Barrel. Was ist, all in. Was ist Van denn für einen Anzug? Schießt du? Klassische Van. Ja. Okay, jetzt wird's interessant. Er ist über die Leiter abge... Oh, ich hasse den Leitertrick. Pass aber auf, ne? Einer ist abgesprungen. Ja, ja, aber der hat ihn gerade abgeholt. Sicher? Ja, ja. Der ist auch eingestiegen. Der fliegt jetzt gerade weg. Ich habe ihn nicht erschießen können, da es eine verkackte Stunner-Sniper ist. Ja. Yep. Aber er ist eingestiegen, glaube ich, der zweite. Ich laufe jetzt einmal wieder hin, ne? Ja, guck mal. Vielleicht hat er ihn ja aufgemacht, weil er ihn gerade mitnehmen wollte oder so. Ich denke zwar nicht, aber... Ich denke mal, die werden jetzt ein Stück weiter hinten landen, ne? Ja, wahrscheinlich. Und, dann versuchen... und uns wieder wegsnipern. Ja. Ich komme zu dir. Ich fahre in deine Richtung. Aber von wo kommen die denn? Also wo landen die denn? Oh, da sehr schönes Englisch im Chat. Man lernt nie dazu, wie man dieses Wort schreiben kann. Looted ist, ja, ja. Have you looted me? No, I don't have looted you. Also ich habe noch 500 Meter. Ja, ich gammel hier gerade davor rum. Er hat ihn nur erschossen und natürlich nicht gelootet. Sowas macht man ja auch nicht. Alles schön drinnen gelassen. Wir müssen jetzt dann echt bei Zeiten mal aufs Airfield anständige Waffen besorgen. Ja, das wäre eigentlich müssten wir nur mal übers Airfield laufen. Klar, da sind immer Spieler. Und ein paar Waffen sammeln, die verkaufen, dann hätten wir unsere Plotpol schnell. Ja, das stimmt. Wie lange brauchst du noch? 2 Minuten. 300 Meter noch. Da hinten steht also auch ein Auto. Komm von der Hinterseite der Scheune, die zu ist. Ich bin jetzt, an der Scheune vorhin, wo wir den Militärhelikopter gecheckt haben. Ja, keine Ahnung, wo das war. Okay. Zu sein. Ja, schön, Krabs, freut euch. Ja, ich weiß halt nicht, keine Ahnung, wo das war. Aber wir müssen jetzt sowieso erstmal hier gucken. So, hinter der Scheune. Kill, ey. Scheiße. Ach, du fährst noch rum. Ja, 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 ich fahr noch. Gebet mir Waffen. An die Zelte, ja, war ich übrigens noch nicht dran. Ich habe da noch nicht geguckt. Nee, ich müsste mir da eh gleich eine M240 oder so rausnehmen. Ja, wenn sie die drin gelassen haben. Um mich ein bisschen wehren zu können. Nee, ist noch gelockt. Also wenn wir bei SNT, wenn wir die tatsächlich mal töten sollten und einen Schlüssel finden, zu denen keine Vehicles passen, die sie dabei haben, dann ist es der SUV hier. Das ist ein blauer Schlüssel gewesen. Ein M4A1 oder M16? Keine Ahnung. Musst du mal gucken, welches Scope dir besser gefällt. M4A1 hat ja quasi keins, ne? Ja, ist auch besser. Ja, ich hatte vorhin schon mal gefragt, was ist denn Van für einen Anzug? Weiß ich nicht, musst du anziehen. Ja, nach den Namen zu gehen ist echt mies, ja, also das, jetzt am Anfang noch. Ja. Später fällt einem das bestimmt auf. Also eigentlich ist Priorität nach dem Rucksack zu haben. Wieder ablegen. Ich hoffe, der ist jetzt noch da. Ja, da liegt er noch. Blaze, du guckst noch oder was? Ja, ich guck gerade, dass ich hier vielleicht irgendeine Waffe hier krieg. Oh Gott. AK.
Nur die M240 ist nicht mehr drin. Aber wieso macht mein Charakter jetzt diesen Hechtsprung nicht mehr? Weil ich habe zumindest jetzt eine Zoomed AK mit einem Mag. Ja, die PSO, ne? Ja. Jetzt fahren wir noch ein Auto und dann geht's los. Hier kommst du rein? Die Frage, ne? Achso, willst du fahren? Ja. Ich hätte jetzt eventuell hier gewartet. Du willst hier warten und ich soll die beiden dann abholen? Mhm. Okay. Wo bist du eigentlich, Crappy? Ich bin gewartet, ich warte, dass ich mein Dings wieder nehmen kann. Hast du deinen Rucksack abgelegt? Ja, genau, klar. Ich habe jetzt vier verschiedene Klamotten. Also nicht vier verschiedene, sondern ich habe einmal Bruce, zweimal Civilian und einmal den Van. Okay. Das heißt, es sind wieder, wie viel? Vier Gold oder was? Ja. Wo bist du jetzt, dass ich dich abholen kann? Ich habe keine Ahnung. Okay, dann fahre ich erstmal zu Dalu. Ja. Ich bin zwischen Schern und Balota. Okay, ich habe meinen Wegpunkt Richtung Balota gemacht. Bist du nördlich davon oder bist du wirklich an der Küste? Ich bin jetzt genau links von Cherno raus. Okay. Obwohl hier Schüsse waren, aber hat sich keiner gezeigt. Die Säcke. Vielleicht war Hunter ja hier. Ach nee, gar nicht. Wie heißt er? Razor. Den loote ich dann. So, ich mache mir jetzt auf den Weg und guck mal, dass ich... Es ist natürlich jetzt lucky, dass ich wieder ein SUV gefunden habe. Das habe ich ja gar nicht in der Aufnahme. Ich bin nämlich hochgerannt, hatte noch 2 Kilometer. Zufällig nicht in der Aufnahme, Leute. Und habe dann den SUV gefunden, der nicht gelockt war. Habe mich doch darüber aufgeregt, dass da ein ATV war, der gelockt war, wohlgemerkt. Rein zufällig. Ja, ich darf hier kein Enter, kein F1 drücken. Oder war das hier? Ja, es war hier. Ja, irgendwie darf man hier gar nichts drücken. Ja. Außer die Spieltasten darfst du hier nichts drücken. Also auf jeden Fall haben die NT-Leute schon Heli bemerkt. Also. Aber schade, dass wir gerade nicht den Chat zwischen. Aber ich denke, wenn die einen Heli haben, ne? Ja. Dann wollen die hier sicherlich nicht bauen. Nee, das stimmt. Doch, den haben die sie schon Scheune ist sehr beliebt, das spawnt oft ein Double Barrel. Und die wollen die 100 Pro haben. Die wollen doch meine mitnehmen. Double Barrel klauen. Immer wenn die neu spawnen, wollen die mitnehmen. 2 Silber auch noch. Komm schon, da steht noch eine Mine, Civilian, mitten auf dem Feld. Die haben wir uns nicht angeguckt. Oh, jetzt habe ich ein bisschen Schiss. Egal. Sterb ich halt hier, macht ja nichts. Spawnst danach, findest danach eh wieder ein UAV, ne? Genau. Ne, ein Wotnik das nächste Mal. Das ist gelockt. Surprise, surprise. Jetzt, wow, endlich. Ist jetzt dein Rucksack erst wieder da? Ja. In der Zeit habe ich den ganzen Laden hier schon durchsucht. Ach, ich war einmal wieder zu Hause gewesen und zack, werde ich erschossen. Ich fahre nie wieder mit euch Autos. Jedes Mal, wenn ich in einem Auto unterwegs bin, sterbe ich. Das solltest du mal fahren. Ach nee, da bist du auch drauf gegangen. Ja, bin ich auch drauf gegangen. Stimmt. Jedes Mal bin ich mit dem Auto unterwegs. Übrigens, die haben meine 7 Gold in meiner Leiche gelassen. Oh. Ja, das ist ja nicht mal das bisschen wert gewesen. 7 Pinunzen da. Die wollten einfach nur ein bisschen Spaß haben. Auf jeden Fall hat ihnen das Zeit gekostet, dass er drauf gegangen ist, um ihn abzuholen. Das heißt, die Base muss in der Nähe sein. Also wenn das derselbe Heli ist, den wir alle gehört haben. Übrigens, mein schwarzer Schlüssel ist da, ne? Ist er doch da? Habe ich deine Leiche nicht gefunden? Ja, mein Backpack? Das Problem hat dadurch ja öfter mit Positionierung von Leichen. Nein. In deinem Backpack war der, achso. Da habe ich gar nicht reingeguckt. Nö, mein Backpack natürlich ist da. Okay. Und auch alles andere. Okay, dann habe ich deine Leiche noch nicht gesehen. Ich dachte, du bist rechts neben der Scheune gestorben. Nein. Das war Crap. Das war ich. Achso. Weil meine war leer, oder was? Ah, okay, gut. Ja, gut. Ja, der Klassiker von dadurch. Dann haben wir jetzt 2 SUVs und einen können wir verkaufen. Dann haben wir fast schon das Gold für den Plotpool zusammen, ne? Ja. Nice. Ja, ich wollte euch nur ein bisschen, schlechte Laune wollte ich nur ein bisschen verbreiten. Ich wette, unsere Leichen liegen auch noch da. Bestimmt. Ich war in einer anderen Stadt. Verdammt.
Alles ist noch da. Die haben gar nichts mitgenommen. Die Autos waren noch nicht abgeschlossen, der war doch nur falsch. Die wollten nur eine Cola-Dose aus dem Zelt oder so. Ja, Durst. So. Ich bin jetzt auf dem Airfield. Ja, ich komme dahin. Also ich würde mich jetzt gerne hier irgendwo verstecken alleine. In den Wald. Yep. Denn wenn sie sich den Pickup schnappen, ist mir egal. In den Zelten ist nichts mehr Wichtiges. Doch, Double Barrel. Zwei Stück. Irgendwann springe ich deinen Hals und würge dich. Und eine Lien. Eine Lien für eine Winchester, nicht vergessen. Alles noch da. Spieler, jawohl, und? Wie, du stirbst jetzt. Doch, scheiße, ich brauche einen Painkiller, aber dann mache ich den fertig. Ich schleiche mich an. Jetzt brauche ich noch einen Stimmverzerrer und Ingame-Voice. Ingame-Voice hast du. Ah, natürlich, Super Zombies wieder. Die One-Hit-Wonder. The Medic-Zelt. Da ist er. Und er stirbt. Abhängen. Nee, kann man nicht durchschießen. Oh, diese Zelt, Fenster, diese halb durch. Ah, doch nicht. Lady Shade, wer ist Lady Shade? Na, immer auf die Frauen, Alter. Weißt du, das kannst du. Ratatam hat's gemacht. Das ist nicht dein erster Kill? Dein erster Spieler-Kill? Keine Ahnung, auf jeden Fall eben eine schöne Waffe und Bandagen. Hast du nochmal geschossen? Nö. Ich bin beim Airfield und ich hab grad einen Schuss gehört. Kommt nochmal, ne? Ja, geil. So, lass, sag, wo ich bin. Also ihn. Den nehme ich auch noch mit. Mann, in dem schönen Bus hier fehlen die Reifen. Ich bin an dem äußersten Gebäude, wenn du von Cherno auskommst. Bist du bei dem ATC? Da, wo die Medic-Zelte und alles sind. Achso, also nicht... Okay, andere Seite. Okay, ich komm. So, ich habe mich jetzt hier in eine Tanne gesetzt und warte auf euch. Ja. Zack, Warte mal, du bist... So, Medic-Zelte. Ja, Moment. Das ist hier anders, das ist hier alles anders. Ich bin jetzt bei der Feuerwache. DMR-Magazine, zwei Stück. Ach da, du bist gerade von den Zombies geschlagen, ne? Nein, das bin ich nicht. Wo ist der? Achso, der ist beim Hangar. Den hol ich, warte. Den hol ich. Ich übernehme. Ich warte, ich bin noch nicht an den Hangar, aber ich nehme es. What the fuck, Alter, wo bist du? Ganz am äußersten Ende des Airfields, das erste Gebäude, was kommt. Das, was neu ist eigentlich in Epoch. Da, wo die Medic-Zelte sind und die zwei dreieckigen Hangars. Du bist bei einem Industrial-Gebiet. Neben dem Airfield. Das ist nicht das Airfield, Alter. Das ist alles das Airfield. Nein. Steht sogar unten rechts. In der Feuerwache sind zwei Gegner. Unten rechts stand Airfield betreten. Also. In der Feuerwache sind zwei Gegner. Sind zwei Opfer. Okay, Opfer. Auf dem Weg. Ja, ich bin jetzt hier. Tot. Steig ein. Wieso? Da sind doch noch zwei Assassinen. Steig ein. Lass mich oben aus dem Schiebedach rausgucken und dann fahr da vorbei. Ja. Ich würde jetzt gerne das Auto so abschließen können, weißt du, so klick. Und dann fahren wir einfach in den Norden. So, jetzt lassen wir andere leben, die es nicht verdient haben. Ach, wenn es danach gehen würde, ey. Oh Gott. Weißt du, ihr seid viel zu friedlich. Was wollt ihr überhaupt? Ihr wollt hier ein Häuschen bauen? Ja, aber natürlich! Endlich mal! Ich wollte eigentlich nur die Sonntagsspazierfahrt machen. 15 Minuten ist Restart. Ja. Ja, passt doch, zeitlich eh perfekt. Ja. Dann fahren sie los, I'm afraid. On my way. Dann was mache ich jetzt? Krabs, wo bist du? Irgendwo in einem Wald. Oho. Hast du den Wegpunkt gesetzt? Ja klar, noch 2 Kilometer. Noch 2. NT, Comet Logger, feige Sau. Ist das der gleiche NT? Nee, das ist ein dritter. Nee, das ist die Ballonparty. wie konnte man sich nochmal die Spieler anzeigen lassen? P drücken. 1. Ja, fahren 2. Sie bitte weiter, ich guck schon, denn du hältst den Verkehr auf. In 15 Minuten ist Restart. Da sind jetzt noch die 2 normalen drauf. Ja, ich muss den Wegpunkt setzen. Ja klar. Da schreit doch danach, diese NT-Leute im Forum anzuprangern. Der Wegpunkt ist jetzt links dadurch zur Feuerwache. Ja, ich hab's nicht mit links und rechts, tut mir leid. Da ist der Wegpunkt, wir entfernen uns von unserem Ziel. Bist du dir sicher? Ja, hab gehört, da war wer drin, der dicke Beute hat. Den wolltest du mir schenken. Ich sehe ja schon, ihr sterbt gleich beide wieder. Ich fahr da ja nicht hin.
Lass mich mal fahren, so, Dado. Nein! Ach du Scheiße. Lass noch schlimmer. Fahren, Dado, steig mal 10 Meter, zack, Baum. Ey, ich werde den Baum mit der Musi ein bisschen rumheizen. Oder? Du könntest auch ein bisschen rumfliegen. Vielleicht siehst du ja irgendwas Spannendes. Mit der Mozi? Ja. Hab ich gerade Musi gesagt, ne? Mozi. Ja, ja, kannst mit der Musi ein bisschen rumheizen. Flieg einfach mit der Musi ein bisschen rum. Wie so ein Hexenbesen. Hammer geil. Ich lass die leeren Dosen hier in deinem Auto liegen, ne? Und Dalu müllt den Wagen voll. No, ich weiß. Wenn wieder bin ich erstmal befahren, müssen wir erstmal nur eine Stunde durchlüften. Soll ich noch ein paar Chips essen hier? Links ist noch der Little Bird steht immer noch hier übrigens. Ja, steig mal aus. Nein, wieso? Der ist kaputt. Du darfst nicht an Steuer. So, ich hoffe jetzt nur, dass kein Spieler da unten ist, ne? Wohl. Wir hatten 2 potenzielle Gegner und er haut ab. Er haut einfach die ab. Die Whitelist ist übrigens tatsächlich jetzt offline, steht da auch gerade, lese ich gerade. Ja. Currently die. Offline. Ja. Ja, die wollen die verändern und dann. Ja. Kommt's bitte drauf. War unabsichtlich, dass ihr drauf wart. Was ist hier denn abgestürzt? Ein Flugzeug, hast du gesehen? Ja, hab ich gesehen. Kannst aber nicht fliegen. Ja, natürlich, das lag auf dem Kopf, das hebt locker ab. Alter. Da kauft sich einer ein Flugzeug. Ja. Und dann die Cessna, wenn am Kopf steht und du steigst ein, müsste sie eigentlich wieder... Nee, die war dreht sogar sich um und explodiert. Genau. Nee, die war schon richtig nur... die war in so einem Haus eingebackt. Also wenn du einsteckst, kann das passieren, dass du explodierst. Hätten wir was zu sehen. Willst du was ausprobieren? Das wird da kein Problem. Ja, lass mich am Steuer. Ich fahr da hin. Nein. Ich fahr dich hin und lass dich raus. Telefon. Für Dado, das ist kein Problem. Explodieren Krebs oder so. Krebs hat ein Handy mit in der Zombie-Apokalypse. Ey, vorhin hast du gesagt, du hast keins und wolltest keine Musik anmachen. Was ist da los? Ich spiel auch die ganze Zeit Snake auf dem Heli. Angry Birds. In der Zombie-Apokalypse. Von rechts. Boah, da kam ein Zombie auf mich zugelaufen. Boah. Lass mich aussteigen, ich schieß drauf. Das ist der. Ihr startet doch irgendwo ein Helikopter. Soll ich den holen? Das sind die NT-Leute. Ich hol den. Ja, hau rein. Ihr startet gerade ein Helikopter irgendwo bei mir in der Nähe. Willst du nicht in den Chat schreiben, wo wir sind? Ja, soll ich? Ja, mach. Meinst du, die kommen dann zurück? Ich weiß nicht. Wo seid ihr jetzt eigentlich gerade? Dado stresst wieder rum, die Action toll, jetzt lässt er mich nicht einsteigen. Ich baller dir gleich auf die Reifen. Hier kommt noch ein Auto, hier hupt jemand. Hast du das gehört? Nein. Deine Musi. Also ich fliege hier mit der Mozi rum, ne? Also okay. Einer hat gerade gehupt. Achso, ich weiß nicht, wo das warst. Wie weit ihr weg seid? Aber ich bin ein Kilometer ungefähr. Ich bin ja gerade gestartet. Ist ein Waffencrate. Ist hier eine Mission? Irgendwo müsste eine sein, ja. Hier ist ein Waffencrate und da unten ist ein Humvee. Die Mission wurde geklärt, glaube ich. Steig aus und guck, was da drin ist. Ja, dann halt erstmal an. Bei 50 km/h steige ich nie aus. Weichei. Boah, wenn du wüsstest, was da drin ist. Wo ist denn die? Oder wo seid denn ihr? Okay, ich komm raus. Wo seid denn ihr? Kann ich dir nicht genau sagen. 2,4 Kilometer entfernt. Okay, ich flieg da mal ein bisschen rum. Ja. Nimm die Crowbar mit. Nimm alles mit. Pack das Auto voll. Hast du meine Waffe jetzt mitgenommen? Ja. Ja, du hast meine Waffe. Ich hab, hier, was habe ich gefunden? Ah, ich habe noch eine Base gefunden, ne? 10 okay. OZ Tin. Ja, da vorne ist ein Humvee kaputter. Steig mal hier ein. Bitte, jetzt hab ich Schiss. Was ist mit dem Heli? Welcher Heli? Ach, das ist ja egal. Das ist ein Gyro-Einsetzer. Ja, geil. Gyros einsetzen. Voll schön in den Gyros einsetzen. Warte mal. Was machst du denn? Jetzt hab ich Angst rein. Und park noch besser am besten. Nee, ich hatte Probleme mit den Reifen. Fahr ich jetzt oder fährst du? Ich bin nämlich auf den Driver's Seat gegangen. Fährst du? Nee, ich fahr. Ich weiß es nicht. Ich fahr. Ich weiß es. Es sah jetzt so aus, als wenn ich auch gefahren bin. Ja, ich hab mich gerade auch gewundert, weil das Auto so komisch reagiert hat. Steig mal aus und guck mal, was da drin ist. Ja. Ansonsten steig rein in die Gunner und schieß ein bisschen. Vehicle ist locked. Ah, shit, okay. Ja, nimmst du mich mit? Nein! Du musst aber so 10 Meter vorfahren, warten, bis er wieder kommt und 10 Meter vorfahren. Ja, das habe ich eben gerade gemacht, der wollte auf meine Reifen schießen. Okay, wir haben jetzt wieder 2 Waffen, aber nichts Besonderes. Ich habe eine M8. Ja, okay. Das ist eine gute Waffe. M8 Sharpshooter.
Und 10OZ-Tin. Boah, das ist so quasi nichts. Doch, das ist voll geil. Okay, das ist richtig gut. Das verbraucht nämlich einen Slot und damit müllst du andere Leute ins Inventar zu und können dann den wichtigen Kram nicht auf. Ja, ich dachte, wow, ein Silber habe ich auch noch. Ach, das ist hier der Bandit Trader. Also wieder wäre seine Karre im Umkreis vom Bandit Trader, also in Trader City abgestellt. Typisch! Darf man ja nicht. Nein. Also man darf sie nicht in einen Trader abstellen. Okay, ich sehe unsere Base von hier oben. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich hingehen soll. Schöner Weg dadurch, schön. Ja, willst du nicht ein bisschen Natur sehen? Gleich kommt dieser blöde Stein. Pass auf, an diesen Steinfronten ist einer unsichtbar. Ich werde den SUV gleich schrotten. Achso, das kann passieren, dass der SUV ja gelockt ist, ne? Nach dem Restart. Was ist der? Wir hätten den sofort verkaufen sollen. Oh ja. Wenn wir gleich Server restart, ne? Ja, eben. Ich sollte vielleicht mal landen. Ich fahr nach Starry. Jetzt fahr mich da noch hin. Nein, wir fahren nach Starry. Wie lange ist noch? Noch 4 Minuten. 8 Minuten oder so. 4. Yeah. Nein, das war nicht genau. Also die Meldung kam zumindest nicht genau um 3:45. Shit. Hätte man mal früher dran denken können. Wir werden erschossen. Was? Da ist schon wieder so eine... Spessner. Spessner? Fahr mal ran. Nein. Keine Zeit. Da, die fliegt auch noch. Guck, die fliegt fast von allein. Ja. So, einmal hier landen. Shit, ey. So, dann werde ich jetzt schon mal meine Aufnahme beenden. Mach das. Denn es ist sowieso gleich Server Restart, ihr seid noch bei Starry. Ja, wenn ich da noch hinkomme, ne? Dann natürlich an meine Abonnenten. Ich hoffe, euch hat's gefallen und wir sehen uns dann zur nächsten Folge von DayZ Epoch. Haut rein. Ja, wir verkaufen jetzt noch das Auto, ob wir schaffen oder nicht, das zeige ich euch nicht. Tschüss. Okay. Tschüss.